Diese Folge ist fast schon eine kleine Fortbildung zum Thema Ayurveda, Darmgesundheit, Psychosomatik und wie du auch den Ayurveda und die westliche Gesundheit in Zusammenhang sehen kannst. So schön, dass du da bist. Unbeschwert ernährt ist dein Podcast für ein gutes Bauchgefühl. Hier erfährst du, wie du frei bist von ernährungsbedingten Beschwerden und wie du dein Essen wieder sorgenlos und gedankenfrei genießen kannst. Du erfährst, wie du dein Vertrauen in deinen Körper stärken kannst und lernst, deine Körpersignale einzuschätzen, um dein inneres Gleichgewicht und Wohlbefinden zu finden. Mein Name ist Lena, ich bin Ernährungstherapeutin und Ayurveda Life Coach und ich freue mich sehr, dass du diese Folge heute hörst. Heute teile ich wieder ein wirklich spannendes Interview. Ich weiß, ich sage es ziemlich oft, aber es ist total bereichernd und steckt voller Inhalte und bereicherndem Ayurveda-Wissen für dich. Ich habe Ralf Steuernagel interviewt. Ralf ist wirklich ein Experte auf dem Gebiet Ayurveda. Er hat die Eurasia-Akademie gegründet, wo du dich auch im Ayurveda ausbilden lassen kannst. Er hat selbst jahrelang in Indien den Ayurveda gelernt und erfahren und hat unglaublich viel Praxiserfahrung über 25 Jahre. Und wir sprechen heute über so einiges. Wir schauen uns nochmal genauer an, wie der Ayurveda die Darmgesundheit sieht, auch wie das Mikrobiom im Ayurveda gesehen wird und was generell der Unterschied zwischen der westlichen Medizin und dem Ayurveda ist und wie wir sie in Einklang miteinander sehen können. Ralf hat da ein ganz spannendes Konzept, was er mit dir teilt. Und du wirst auch einiges über Psychosomatik und generell deine menschliche Psyche erfahren, wie das mit deiner Gesundheit und deiner Darmgesundheit zusammensteht. Also hör dir es unbedingt an, halte am besten Zettel und Stift bereit und ja, lass dich bereichern und inspirieren von der heutigen Folge mit Ralf Steuernagel. Bevor wir reinstarten, es gibt nichts großartig anzukündigen, jedoch arbeiten wir gerade an ganz vielen Dingen, die noch kommen werden, auch noch dieses Jahr. Wenn du auf dem Laufenden bleiben möchtest, dann trag dich super gerne in den Newsletter ein. Du bekommst dann auch unser kostenfreies E-Book geschickt, wie du in 3 Schritten zu einer ausgeglichenen Verdauung kommen kannst, falls du das noch nicht gelesen hast. Die Links dafür oder den Link für die Anmeldung findest du in den Shownotes und ansonsten würde ich dir nochmal von Herzen Danke sagen, dass du hier bist, dass du ja einfach ein Teil auch von Denatura bist und dass wir gemeinsam die Energie anheben, indem du den Podcast hörst. Vielleicht hast du auch Lust, ihn zu teilen mit Menschen, für die es auch wertvoll sein könnte, sich mit der Gesundheit auf ganzheitlicher Ebene auseinanderzusetzen. Vielleicht magst du ihn mit Freunden teilen oder mit deiner Familie. Vielleicht magst du ihn auf Social Media teilen. Vielleicht kommst du auch rüber zu Instagram und schreibst mir deine Gedanken zu der aktuellen Folge. Ich freue mich da sehr, in den Austausch zu kommen. Vielleicht auch eine kleine Rezension. Das würde mich sehr unterstützen und würde den Podcast einfach noch generell alles, was wir jetzt auch im Interview besprechen werden, würde noch mehr Menschen erreichen und ich glaube, das ist so wichtig und dafür sind wir und bin ich auf jeden Fall hier und ich würde mich freuen, wenn wir gemeinsam das ganze Wissen, das jetzt auch Ralf mit uns teilt, einfach raus in die Welt miteinander schicken und ja, bevor ich jetzt weiter in Gedanken abdrifte, würde ich sagen, hör dir unbedingt die Folge an, leg dir Zettel und Stift bereit, sie ist vollgepackt mit tollem Wissen. Da bekomme ich gleich einen Ohrwurm von so einer Werbung, die früher mal gelaufen ist. Vollgepackt mit tollem Wissen. Ich wünsche dir einfach unglaublich viel Spaß und ja, let's go mit dem Interview. Ich begrüße heute Ralf Steuernagel bei mir im Podcast. So schön, Ralf, dass du da bist und dir heute die Zeit nimmst für mich und die Hörer, Hörerinnen, um über das Thema Ayurveda zu sprechen, aber auch den Darm. Ich habe einige Fragen und weiß, dass du mit deiner ganzen Expertise uns mit Sicherheit wundervolle Antworten geben wirst. Du bist Gründer der Eurasia Akademie, leitest auch deine eigene Praxis mit der ayurvedischen Medizin, bist im Expertenbeirat vom Ayurveda Journal. Also ich glaube, wenn man sich tiefer mit dem Ayurveda beschäftigt, hat man sicher auch deinen Namen schon mal gelesen oder gehört. Und wo ich gerne mit reinstarten würde, ich habe bei dir auf der Seite ein schönes Zitat gelesen aus der Charakasamhita. So wie die Hitze dem Feuer und das Flüssige dem Wasser, so ist Ayurveda dem Menschen im Innersten zutiefst vertraut. Und ich erlebe ganz häufig, dass wir Menschen, denen wir den Ayurveda näher bringen oder auch in Gesprächen oder in Therapien, in denen ich dann bin mit Klientinnen und Klienten, dass dann viele sagen, ja, das habe ich eigentlich die ganze Zeit schon empfunden, das spüre ich und das resoniert so richtig mit mir.
Wie war das denn bei dir am Anfang? Du arbeitest schon lange mit der Ayurveda-Medizin. Wie war das bei dir am Anfang? Wie ist Ayurveda in dein Leben gekommen? Und vielleicht Ja, kannst du so auch dich noch ein bisschen mehr vorstellen für die Hörer, genau, und sehr gerne, Hörerinnen. liebe Lena. Also erstmal hallo aus Bad Homburg und vielen Dank für die Einladung zu diesem Interview und zu diesem Gespräch. Ich freue mich sehr, über diese spannenden Themen zu sprechen. Tatsächlich hast du eines meiner absoluten Lieblingszitate gerade zitiert. Dieses Zitat zeigt eigentlich, dass das Wissen um Gesundheit in uns schon liegt. Im Ayurveda gehen wir eigentlich davon aus, dass wir den Ayurveda gar nicht nur intellektuell studieren sollten, sondern wir sollen uns eigentlich eher wieder an Naturgesetze erinnern, die unser Leben steuern. Und das Ayurveda-Studium hilft uns sozusagen, diese Gesetze wieder leichter kennenzulernen, leichter zu erfassen. Wir können fast schon sagen, Kinder sind diesen Gesetzen oft viel, viel näher, weil wenn ein Kind Hitze verspürt, möchte es ausgleichen durch Kälte. Wenn ein Erwachsener Hitze verspürt, dann versucht er manchmal sehr komplexe Lösungen zu finden, die ihn manchmal noch mehr erhitzen. Also da sind wir manchmal einfach weiter entfernt. Zu deiner Frage, wie kam ich zum Ayurveda? Ich komme ursprünglich eigentlich aus der Musik und aus der Kunst und wollte ursprünglich eigentlich Geiger werden. Ich habe 15 Jahre klassische Violine studiert, habe mich aber dann im Laufe meiner Ausbildung dagegen entschieden. Und eine zweite große Leidenschaft von mir außer der Musik war Gesundheit und Medizin. Ich bin in sehr jungen Jahren schon dem Yoga begegnet und auch verschiedenen Philosophien begegnet, verschiedenen Sprachen begegnet. Habe dann erst begonnen mit dem schulmedizinischen Studium, wollte Arzt werden. Und in den Semesterferien hat es mich dann nach Indien verschlagen auf der Sinnsuche. Und das hat mein Leben dahingehend verändert, dass ich dann eben dort A, den Ayurveda kennengelernt habe, auch selber am eigenen Leib erfahren habe. Übrigens in einem Magen-Darm-Problem. Ich hatte einen Durchfall. Und das Witzige war, ich war in Nordindien, in Rishikesh, hatte dort verschiedene Pilgerstädte besucht und bin dann, als ich zurückkam nach Rishikesh, aus den Bergen, aus den Himalayas, auf der Höhe von ca. 300 Meter krank geworden. Und zwar ziemlich heftig krank geworden, mit schweren Durchfällen. Und habe dann gedacht, okay, dann such doch mal einen lokalen Ayurveda-Arzt auf. Ich war selbst nicht transportfähig, habe dann also am direkten Ort jemanden gerufen, der kam auf einem Moped an, Dr. Arora, ich werde es nie vergessen. Und dieser Arzt hat mir also in kürzester Zeit mit ayurvedischer Medizin sehr schnell wieder auf die Beine geholfen. Und er war mein allererster Ayurveda-Lehrer. Ich bin dann 2 Wochen noch dort geblieben, bin dann zu ihm jeden Tag in die Klinik. Und er hat mich eingeführt in Vata Pitta Kapha. Er hat mich dann eingeführt in die Grundlagen des Ayurveda. Und ich durfte jeden Tag stundenlang dann bei ihm sitzen und Patienten mit beobachten. Hab mir dann dort, werde ich auch nicht vergessen, mein allererstes Buch gekauft, Ayurvedic Healing, damals von einem Amerikaner geschrieben, Dr. David Frawley. Manchen von euch ein Begriff. Eben später dann auch Programme gemeinsam gemacht habe und dann haben wir Konferenzen auch in Indien veranstaltet etc. Naja, und so begann eigentlich meine Ayurveda-Karriere in Anführungsstrichen. Ich habe mich dann eben auf alternative Wege begeben, habe dann in den 90er Jahren viele Jahre in Indien verbracht und dort Ayurveda-Medizin studiert, sehr viele Patienten auch dort behandelt und habe mich dann 1998 selbstständig gemacht mit der Firma Eurasia Med, wie du vorher schon sagtest, mit der Akademie, wo wir dann angefangen haben auszubilden. Und mit meiner Privatpraxis. Und das sind die beiden Tätigkeiten, die ich auch heute primär noch durchführe, jetzt im 23. Jahr mittlerweile, eben einerseits die therapeutische Tätigkeit und zum Zweiten die Lehrtätigkeit, sowohl für Therapeuten als auch jetzt seit 8, 9 Jahren auch für Quereinsteiger, die Ayurveda lernen möchten. Also nicht nur als reine Medizin, sondern auch als Lebenskunde. Ja, weil es das ja auch letztlich ist, eine ganze Lebensphilosophie. Absolut. Und, ja, und du hast auch so schön die Ayurveda-Matrix beschrieben, also wie du auch den modernen Ayurveda verbindest mit der europäischen Ayurveda. Was würdest du sagen, ist jetzt aktuell wichtig für uns? Weil ich spüre, dass der Ayurveda für viele oder bei uns im Westen doch auch schon wieder sehr dogmatisch genommen wird und wir das irgendwie kombinieren mit bestimmten Ernährungsweisen, sei es vegan und so weiter, und dass er dann gar nicht mehr so in der Essenz das dem Menschen bringt, was er eigentlich möchte. Wie erlebst du das aktuell? Ja. Ich erlebe das genauso. Also ich habe selbst ja auch eine Entwicklung durchlaufen. Ich bin in Indien ausgebildet worden. Ich habe nie einen Ayurveda-Kurs in Europa belegt. Das heißt, alle Kurse, die ich belegt habe, waren in Indien. Mhm. Und in Europa habe ich immer nur Kurse selber gegeben. Mhm. Und das führte natürlich dazu, dass ich in den ersten Jahren sehr indisch gearbeitet habe. Das, was ich bei meinen Lehrern gelernt habe, ich habe über 30.000 Patienten in Indien alleine behandelt. Und das führte natürlich dazu, dass ich dann erstmal die Methoden und die Art und Weise zu arbeiten aus Indien anwandte. So in der Retrospektive würde ich sagen, ich war eigentlich gruselig, wie ich gearbeitet habe hier in meinen ersten Praxisjahren. Sehr erfolgreich, vielleicht faktisch, was die Therapie von Krankheiten angeht oder bestimmten Beschwerden. Aber ich glaube, bei mir konnte man nicht bleiben. Da musste man mehr oder weniger wegrennen, weil es ging einfach sehr viel über Gebote, über Verbote.
Es fehlte sehr viel psychologisches Know-how, was heute mein Schwerpunkt ist, Psychosomatik. Ich habe dann auch noch 10 Semester Psychologie studiert und habe mich dann psychotherapeutisch ausbilden lassen. Und der Ansatz, den ich heute pflege, ist der Ansatz des europäischen Ayurveda. Europäisch bedeutet, und das ist genau die Matrix, die du ansprichst, wir müssen unterscheiden Ayurveda in Indien von Ayurveda in Europa. Die Zielgruppen sind komplett verschieden, die Krankheiten sind komplett verschieden, die gesamten soziokulturellen Bedingungen sind komplett verschieden, die Menschen leben anders hier, sie denken anders hier, sie essen anders hier und dem müssen wir Rechnung tragen. Und der Ayurveda hat genau das von uns gefordert. In der alten Schrift der Chataka Samhita steht, wir sollten alles, was an Naturgesetzmäßigkeiten dort beschrieben steht, immer an die Zeit anpassen, an Kala, an die soziokulturellen Faktoren, Kula ist die Familie. Und wenn wir das nicht tun, dann werden wir dem Ayurveda nicht gerecht. Und das Zweite, was ich finde, was ganz wichtig ist, mittlerweile rede ich nicht nur von europäischem Ayurveda, sondern von integrativem europäischem Ayurveda. Ich habe noch ein weiteres Adjektiv ergänzt. Mhm. Mit integrativ meine ich einfach, wir sollten nicht unsere westliche Medizin und Wissenschaft ablehnen und stattdessen Ayurveda praktizieren. Wir dürfen nicht vergessen, Ayurveda wurde vor über 2000 Jahren entwickelt. Damals herrschte eine Hochkultur in Indien, gar keine Frage. Und es sind wirklich zeitloses Wissen und Naturgesetze, die dort beschrieben wurden, die zum großen Teil heute noch aktuell sind. Aber viele Fragen, die sich heute in unserem Leben gesundheitlich stellen, wurden damals nicht beantwortet. Und damals wurden Krankheiten beschrieben, die es heute gar nicht mehr gibt. Mhm. Und das auch noch in einem völlig fremden Land, einer anderen Kultur. Ich will nur das Beispiel geben. Ich habe, als ich in Indien gearbeitet habe, regelmäßig Tuberkulose-Patienten gesehen, Patienten mit Lepra, Patienten mit Malaria. Also jemanden würde ich in Bad Homburg niemals sehen, nebst der Tatsache, dass wir ihn gar nicht behandeln dürften. Das käme noch mit hinzu. Das heißt, das, was wir hier sehen, sind Menschen mit chronischen Problemen, sind Menschen mit funktionellen Problemen. Also nach dem Prinzip, mir geht's nicht gut, obwohl meine Laborwerte in Ordnung sind, obwohl bildgebend keine Diagnose gestellt werden konnte, aber mir geht's trotzdem nicht gut. Diese Menschen werden hier in der westlichen Medizin alle automatisch psychologisiert. Dann haben sie irgendwas zwischen den Ohren. Gehen Sie mal zum Psychologen. Und es gibt die ganzen psychosomatischen Beschwerden, die ja mittlerweile wirklich extrem zugenommen haben in unseren Breiten. Und von denen versteht man in Indien auch erst in den letzten Jahren etwas mehr. Das heißt, in Indien haben wir sehr viel Akutmedizin. In Indien ist auch Ayurveda eine Volksmedizin. Die versorgt eine 750 Millionen Menschen, während hier Ayurveda eine Privatmedizin ist. Ich habe in Indien, als ich dort gearbeitet habe, in den Kliniken und in den Praxen, bis zu 200, 250 Patienten pro Tag gesehen. Das schafft hier noch nicht mal ein Hausarzt. Das heißt, wir haben dort also 5 bis 7 Minuten Taktung gehabt. Wer also glaubt, dass das, was wir hier in Europa mit Ayurveda verbinden, auch in Indien so praktiziert würde, der liegt komplett fehl. In Indien ist es dort wirklich eher so eine Art Durchlaufmedizin, weil es geht darum, vielen Menschen schnell zu helfen. Und das ist gut so. Hier haben wir eher die Variante, dass wir Menschen 2 Stunden Zeit widmen für eine Erstkonsultation oder wenigstens 1 Stunde, 1,5 Stunden auf die Lebensbiografie eingehen, ganz andere Hintergrundinformationen erwerben. Und zum Beispiel das Thema der Konstitution, was ja hier sehr im Mittelpunkt steht. Ja, was ist deine Konstitution? Was ist die Abweichung von deiner Konstitution? Das sind Themen, die in Indien überhaupt nicht im Mittelpunkt stehen. In Indien steht wirklich die Diagnose des aktuellen Syndroms im Mittelpunkt und wie kann man schnellstmöglich mit einem guten Rezept helfen. Ja, also da gibt es wirklich große Unterschiede. Und vor allem auch dann die ganzen Präparate, die dann gegeben werden. Also bei mir in Indien, auch beim Ayurveda-Mediziner, die sind ja dann schon auch ähnlich, bin ich mir vorkommen, wie bei einem Arzt bei uns, sehr mit diesem Verschreiben der eigenen Kräutermedizin dabei. Ja, spannend. Ja, man versucht natürlich in Indien, wenn man nur 7 oder 10 Minuten hat, oder ich war dann in Delhi, habe ich mal gearbeitet in einem Krankenhaus, da haben wir 30 Minuten Privatsprechstunde gehabt. Das war Luxus pur für die reichen Menschen sozusagen. Mhm. Aber wenn wir halt nur 7, 8 Minuten oder 5 Minuten haben, dann bleibt einem nichts anderes möglich, als die stärkste Waffe zu ziehen. Genau wie die Schulmedizin hier auch im Westen, nämlich Arzneimittel. Und das sind dort natürlich die ayurvedischen Arzneimittel und hier sind es dann eben synthetische Arzneimittel. Und vielleicht noch ein Satz zu diesem Wort integrativ, was mir heute ganz, ganz wichtig ist, ist, dass wir eben diese Verbindung schaffen zur westlichen Medizin, zur westlichen Wissenschaft, die kein Widerspruch ist zum Ayurveda, sondern ganz im Gegenteil, sie lässt sich exzellent kombinieren. Ich arbeite zum Beispiel in meinen Fachgebieten sehr, sehr eng auch mit Fachärzten zusammen, die die nötige Diagnostik durchführen, weil ich bin kein Ultraschalldiagnostiker, ich bin kein MRT-Diagnostiker. Ich kann mir zwar so ein Bild anschauen und kann als Laie ein bisschen was interpretieren, aber ich bin kein Experte. Meine Expertise ist in der Ayurveda-Medizin, in der sinnlichen Diagnostik von Menschen. Und wenn wir diese beiden Welten zusammenbringen, haben wir ganz, ganz viel getan. Und dann kommt noch hinzu, es gibt sehr, sehr gute, auch Ayurveda-affine Systeme links und rechts, die man auch heranziehen kann, wenn wir Bedarf haben. Ich habe zum Beispiel auch eine 3-jährige Ausbildung in chinesischer Medizin durchlaufen, klassischer TCM.
Und manchmal ziehe ich einfach auch dort Wissen heran. Mein Herz ist Ayurveda, nicht TCM. Aber die TCM hat in manchen Bereichen einfach Stärken entwickelt, die ein bisschen kraftvoller sind wie der Ayurveda und umgekehrt genauso. Warum soll man nicht solche Systeme bei Bedarf mit heranziehen? Gerade in der Diagnostik habe ich da zum Beispiel einige Dinge integriert. Oder ich bin auch ausgebildet in der westlichen Humoralmedizin, also der westlichen Naturheilkunde nach Hippokrates, der traditionellen griechischen Medizin. Da können wir so viel Wissen entnehmen und in den Ayurveda mit hineinbringen, sodass am Ende Synergien entstehen. Und dann haben wir irgendwann 1 + 1 + 1 = 10 und nicht mehr 3. Und das ist integrativ. Und ich glaube, das wird auch die nächste Phase sein, Ayurveda 2.0, 3.0 hier in Europa. Die erste Phase war erstmal, da kam der Ayurveda mit Yoga. Dann war die zweite Phase, darüber kam er erstmal in den Westen. Dann kam die zweite Welle, würde ich sagen, das war Ayurveda 2.0. Dann war Ayurveda Wellness. Die Hotels haben angefangen, Shirodhara durchzuführen, zu massieren. Genau. Und dann kannte jeder die Ayurveda-Massage. Und jetzt sind wir bei Ayurveda 3.0 und können wirklich sagen, jetzt geht es um eine Integration. Die Menschen haben begriffen, es ist eine Medizin, mit der kann man wirklich Gesundheit unterstützen, Prävention praktizieren. Aber man kann auch Krankheiten heilen. Man kann gezielt diagnostizieren und therapieren. Und wenn wir zum Beispiel über Darmgesundheit sprechen und über diese Frage mittlerweile, die Mikrobiomforschung schreitet ja immer mehr voran. Man ist zwar immer noch ganz am Anfang, steckt noch in den Kinderschuhen, aber man weiß mittlerweile, es gibt zum Beispiel ein darmassoziiertes Immunsystem. Es gibt ein darmassoziiertes Nervensystem, das sogenannte enterische Nervensystem. Also es gibt diese ganzen Rückkopplungen. Und das ist eigentlich ein Wissen, was man im Ayurveda vor über 2000 Jahren schon hatte. Denn Ayurveda ist eine Milieumedizin. Heute weiß man, dass bestimmte Krankheiten, und wir werden in den nächsten Jahren sehen, dass es fast alle Krankheiten sind, bestimmte Krankheiten wie zum Beispiel Adipositas, die Fettleibigkeit, oder Diabetes mellitus oder verschiedene Allergien einhergehen mit einem bestimmten Mikrobiom, also einer Verteilung von Bakterienstämmen. Und je nach Mikrobiombild, will ich mal sagen, neigt man zu bestimmten Krankheiten. Und man hat mittlerweile Untersuchungen durchgeführt an Mäusen, die bestimmte Krankheiten haben, zum Beispiel Fettleibigkeit. Dann hat man das Mikrobiom einer schlanken Maus, einer fettleibigen Maus implantiert und die wurde schlank. Und umgekehrt das Mikrobiom einer fettleibigen Maus, einer schlanken Maus, und die wurde sehr schnell dick. Das heißt also, das Milieu entscheidet. Und das ist ein Satz, der vor 2500 Jahren von Hippokrates in Griechenland schon gepflegt wurde, genauso wie von Chataka im Ayurveda. Das heißt, diese Milieuorientierung, die wird heute über die Mikrobiomtheorie komplett bestätigt. Und das ist fantastisch, das freut uns natürlich riesig. Aber wir müssen manchmal auch den Zeigefinger heben und müssen sagen, woher kommt es denn eigentlich? Das ist ein uralter Hut im Ayurveda. Wenn wir das Milieu verändern, gerade im Darm, verändern wir den gesamten Organismus, weil alles ist miteinander vernetzt. Das ist ein tolles Denken. So, so spannend, ja, dass du das auch nochmal mit Hippokrates zusammenbringst und ja, total spannend. Das haben wir vorhin ja auch, wie wir uns schon unterhalten haben, kurz gesprochen, dass man aber auch vorsichtig sein darf, weil du ja jetzt auch schon gesagt hast, es ist nicht so oder noch nicht so erforscht, dass wir sagen können, wir können alles jetzt nur mit dem Probiotikum zum Beispiel lösen, indem wir uns auf die Darmgesundheit stützen. Da haben wir ja häufig die Tendenz. Also ich kann mir jetzt auch vorstellen, wenn jemand den Podcast hört und ja, okay, meine Probleme liegen mit Sicherheit alle im Darm, dann muss ich jetzt was für meinen Darm tun und dann gehe ich los und mache eine Darmsanierung, mache alles dafür. Ja. Magst du da vielleicht auch nochmal deine Erfahrung nach, was vielleicht auch wichtiger wäre, wie es sich darauf zu stützen? Ja, sehr gerne. Also zunächst einmal, was ganz wichtig ist, wenn wir von Darmgesundheit sprechen, dann können wir sagen, aus westlicher Medizin gibt es ein ganz wichtiges Schlagwort, das heißt die Darmbarriere. Es gibt auch eine sogenannte Hautbarriere. Würden wir heute über Haut sprechen, dann würden wir über die Hautbarriere sprechen. Da wäre zum Beispiel der pH-Wert der Haut sehr wichtig, das Hautoberflächenfett sehr wichtig. Und genauso haben wir in unserem Darm, der ja insgesamt eine Oberfläche von 400 Quadratmetern hat, eine Darmbarriere. Und die besteht aus verschiedenen, ich sag mal, Schichten beziehungsweise aus verschiedenen Anteilen. Drei Anteile sind besonders wichtig. Einmal die Darmschleimhaut selbst, die nennt man Mucosa, also die Darmschleimhautzellen sozusagen. Dann das Zweite, was ganz wichtig ist, ist der Schleim, der produziert wird. Der beinhaltet auch sogenanntes IgA. Das ist sozusagen, sind Immunglobuline, die für die Abwehrleistung, für das Immunsystem ganz entscheidend sind. Und das Dritte ist unser sogenanntes Mikrobiom, also das intestinale Mikrobiom, das Darmmikrobiom. Das besteht aus unzähligen Bakterien. Wir haben ja 10-mal so viele Bakterien wie Körperzellen in uns. Und diese Bakterien sind ganz relevant, weil zum Beispiel die beiden größten Stämme, die heißen Bacteroidetes und Firmicutes. Da sagt man, die einen sind die guten, die ersten, die ich genannt habe, weil sie unter anderem Entzündungen hemmen. Die zweiten sind die bösen, weil sie Entzündungen fördern und zum Beispiel auch Fettleibigkeit fördern können. Und daraus resultiert sehr häufig eine Idee einer Symbioselenkung, dass man sagt, wir geben gezielte Bakterienstämme
von denen wir ausgehen, dass sie defizitär sind, dass sie in Mangel geraten sind, damit das Gleichgewicht in diesem Mikrobiom wieder hergestellt wird. Das ist per se erstmal ein gutes Denken. Wenn wir uns aber vorstellen, wie viele Mikroben im Darm sind, dann müssen wir sagen, wer weiß eigentlich genau, welche Stämme wann in welcher Menge wirklich gegeben werden sollen. Mhm. Und man kann unterscheiden, wenn wir von diesem Mikrobiom sprechen, ob man sozusagen der Intelligenz des Darmes die Aufgabe übergibt und sagt, pass mal auf, ich gebe dir Stoffe, die du verstoffwechselst, um daraus die Mikroben und Bakterien zu bilden, die du eigentlich brauchst. Das nennt man Präbiotika. Und das können wir über die Ernährung ganz toll steuern. Es gibt zum Beispiel Ballaststoffe wie Inulin, die ganz bekannt sind, die man regelmäßig essen sollte. Ich bin zum Beispiel ein Riesenfan von Chicorée. Ja, jeder, der zuhört, sollte ab sofort mindestens dreimal die Woche Chicorée-Salat essen oder auch Chicorée als Gemüse. Ein fantastisches, darmgesundheitsförderndes Gemüse. Dann können wir Artischocken anschauen. Wir können Topinambur anschauen. Es gibt so viele tolle Substanzen, auch Zwiebeln, Knoblauch und so weiter. Also über die Ernährung können wir dem Körper Stoffe zuführen, aus denen die Darmbakterien dann die verstoffwechseln und dann gezielt die Flora wieder aufbauen. Und wenn wir Darmgesundheit als Ganzes betrachten, dürfen wir eben nicht nur daran denken, welche Bakterien muss ich geben, sondern ich muss vor allem darüber nachdenken, wie geht es meiner Darmschleimhaut eigentlich? Produziert die noch genug Schleim als Schutzschicht? Wie ist die Abwehrleistung? Wie ist die Durchblutungslage? Und mittlerweile gibt es ein Syndrom, das lohnt sich wirklich, sich ein bisschen damit zu beschäftigen. Wahrscheinlich viele Zuhörerinnen und Zuhörer haben sich damit auch schon in der Vergangenheit beschäftigt, weil sie vielleicht selber auch eine derartige Diagnose bekommen haben. Nämlich eine Situation einer erhöhten Durchlässigkeit unseres Darms, eine sogenannte Permeabilitätsstörung. Und da gibt es so ein Schlagwort, das nennt man löcheriger Darm, auf Englisch Leaky Gut Syndrom. Hast du bestimmt auch schon mal thematisiert in deinem Podcast, vermute ich mal. Dieses Leaky Gut Syndrom ist wirklich ein ernsthaftes Thema, denn dieses Syndrom beschreibt, dass unsere Darmschleimhaut nicht gut abgedichtet ist. Es gibt solche Verschlussleisten, die nennt man Tight Junctions, die schließen sozusagen die Darmschleimhautzellen ab. Und die können eben, wenn wir Raubbau mit unserer Ernährung und unserem Lifestyle führen, können die nachhaltig geschädigt werden. Und dann haben wir das große Problem, dass eben Inhalte, die eigentlich über den Stuhl abgegeben würden aus dem Darmlumen, auf einmal ins Blut aufgenommen werden, dort zu Entzündungsreaktionen beitragen und vor allem zu Abwehrreaktionen. Und man geht mittlerweile davon aus, dass diese Permeabilitätsstörung im Darm eine Grundlage darstellt für ganz viele Allergien, Autoimmunerkrankungen, möglicherweise sogar Krebserkrankungen und vieles, vieles mehr. Und das ist etwas, was der Ayurveda schon vor 2000 Jahren beschrieben hat. Er hat ja diese Srotas, diese Kanäle beschrieben, zu denen der Darm gehört. Wir haben oben die sogenannten Anavaha-Srotas, die versorgenden Kanäle, und unten die Purishavaha-Srotas, das sind die entsorgenden Kanäle. Und er hat eben darauf aufmerksam gemacht, wenn wir unsere Kanäle gesund, stabil, sauber halten, dann ist sozusagen Gesundheit garantiert, beziehungsweise wird Gesundheit möglich. Es gibt so ein Schlagwort, das heißt, keep your srotas clean. Ja, das heißt also, diese Kanäle müssen immer wieder gesund und frei bleiben. Und würden wir zum Beispiel weniger Reizstoffe zu uns nehmen, Alkohol zu nennen, ja, oder auch andere Reizstoffe, die eben die Darmschleimhaut schädigen konkret, dann könnten wir schon mal präventiv einiges tun. Arzneimittel sind zum Beispiel ein ganz, ganz heißes Thema. Ja. Menschen, die viele Arzneimittel einnehmen, stören ihre Darmbarriere massiv. Und wir haben dann ganz viele Möglichkeiten, über die Ernährung korrigierend reinzugehen und Möglichkeiten auch über Supplemente, also Nahrungsergänzungen, sowohl aus dem ayurvedischen Formenkreis als auch aus der westlichen Naturheilkunde. Man kann nämlich an jedem Punkt ansetzen. Wir können also, wenn wir die Darmgesundheit fördern wollen, zum Beispiel die Schleimhaut schützen. Ja, wenn viele der Zuhörerinnen essen bestimmt morgens Porridge, ja, als klassisches Frühstück. Das muss man übrigens im Ayurveda nicht immer, aber es ist eine gute Möglichkeit. Ja, also der Ayurveda ist ein sehr tolerantes und offenes System, was du vorhin schon sagtest. Ne? Viele sind so ein bisschen engstirnig. Es muss nicht immer nur der Porridge sein, aber Porridge ist eine gute Option. Wenn ihr in den Porridge zum Beispiel ein paar Schleimstoffsubstanzen mit hineingebt, das heißt also Samen wie Leinsamen, Flohsamen, Chiasamen, Hanfsamen, noch sehr Omega-3-haltig zum Beispiel, dann können wir diese Schleimschicht in unserem Darm ganz massiv verstärken. Oder wenn wir regelmäßig Eibischwurzeltee trinken, Süßholzwurzeltee trinken, das sind Substanzen, die enthalten diese Schleimstoffe und damit schmieren wir den Darm und kleiden ihn aus. Dann kann man sich am Abend mal eher ein Glas Wein gönnen, ohne dass sofort die Schleimhaut darunter leidet. Das ist so ein typisches Beispiel. Ne? Dann, wie gesagt, geht es um das Mikrobiom, dass man das regelmäßig unterstützt. Und das Dritte ist dann die Darmschleimhaut selber. Und dann ist ein ganz wichtiger Faktor, wir alle neigen in der heutigen Zeit zu entzündlichen Prozessen, vor allem auch so unterschwelligen, das nennt man Silent Inflammation, unterschwelligen Entzündungsprozessen durch unseren Lebensstil.
Und wiederum diese können wir gezielt mit Heilpflanzen hemmen, wenn wir zum Beispiel regelmäßig Kurkuma im Essen haben. Oder es gibt Weihrauchextrakte, mit denen wir Entzündungen hemmen können. Ich hatte gerade schon die Süßholzwurzel genannt. Es gibt also ganz viele Möglichkeiten, die Darmgesundheit und die Darmbarriere von mehreren Seiten zu optimieren auf natürliche Art und Weise. Ja. Ganz spannend fand ich jetzt, dass du auch gesagt hast, dass das Leaky Gut immer wieder der löchrige Darm auch in den Fokus rücken wird jetzt auch die künftige Zeit. Ich habe eine Weiterbildung bei Dr. Vasanlat gemacht und dann hat er auch gesagt, so Reizdarmsyndrom ist auch eigentlich die Ursache des Leaky Gut. Und trotzdem ist es in der Wissenschaft ja noch gar nicht, noch keine Evidenz dafür da. Das heißt also auch, wenn du das jetzt einem Gastroenterologen sagst, da stellen sich bei den meisten die nackten Haare und sagen, das ist Quatsch. Aber auch, wie du vorhin schon gesagt hast, das Mikrobiom ist weiter in den Vordergrund gerückt. Das wussten wir im Ayurveda schon vor Tausenden von Jahren. Und so kann es uns ja vielleicht dann auch mit dem Leaky Gut gehen. Und da auch einfach, wenn das vielleicht mit einem resoniert, wenn man spürt, okay, mir tut es gut, wenn ich diese Schleimstoffe verwende und wenn ich dann mir die Achtsamkeit drauflege, dass man darauf einfach darauf vertraut, finde ich auch immer ganz absolut. Ganz ja, und das Thema Reizdarm ist im Ayurveda ja auch schon sehr früh beschrieben worden. Reizdarm hat ja einen konkreten Namen im Ayurveda. Es gibt ein Syndrom, das heißt Grahani geschrieben. Und Grahani ist ein ganz spannendes Konzept. Grahani ist eigentlich ein Ort, kann man sagen. Es ist ein Ort zwischen dem aufnehmenden Magen und dem entsorgenden Dickdarm. Viele sagen, Grahani ist der Dünndarm. Aber so eins zu eins darf man das nicht übersetzen. Denn der Ayurveda denkt nicht in Klappenetappen, sage ich immer. Also die westliche Medizin kennt eine Iliozäkalklappe zwischen Dünndarm und Dickdarm. Und dann sagt sie, das trennt Dünndarm von Dickdarm. So denkt der Ayurveda nicht. Weil wir im Ayurveda kein organisches System haben, kein strukturorientiertes System, sondern der Ayurveda ist eine funktionelle Medizin. Das heißt, wir fragen uns immer, wo findet eigentlich was statt? Es gibt eigentlich im Ayurveda keinen Magen, keinen Dünndarm und keinen Dickdarm. Der Magen heißt im Ayurveda Amashaya. Und das heißt wörtlich übersetzt der Ort des Unreifen. Der Ort, an dem etwas noch unreif, unverarbeitet, unverdaut ist. Dann haben wir den zweiten Abschnitt, der heißt Pachyamanashaya, das wäre der Dünndarm im übertragenen Sinne. Das heißt wörtlich übersetzt, der Ort, an dem etwas reift, an dem etwas verarbeitet wird. Und am Ende sind wir im Dickdarm, der heißt Bhagvashaya. Bhagva ist dann das Gekochte, das Gereifte, also der Ort, an dem es jetzt verarbeitet ist, verdaut, gereift und dann entsorgt werden kann. Und dieses Grani ist sozusagen verbunden mit diesem Dünndarm. Das heißt, da geht es um die Haltekraft. Und es ist ganz wichtig, weil an diesem Ort von Grani, das ist der Hauptsitz unseres sogenannten Verdauungsfeuers, wie es so gerne genannt wird. Wir haben ja verschiedene Arten von Feuer in unserem Körper. Die nennen wir Agni. Es gibt insgesamt 13 Arten, die man in drei Gruppen aufteilt. Und das Wichtigste dieser Feuer ist unser sogenanntes Zentralfeuer. Das brennt im Magen-Darm-Trakt. Und das nennen wir Jataragni im Ayurveda. Und der Hauptsitz von diesem Jataragni, das beginnt schon im Magen, das geht über den Dünndarm und Jataragni finden wir sogar im Dickdarm noch, weil dort ja auch noch aufgespalten wird, teilweise noch rückresorbiert wird, ein paar Mikronährstoffe noch aufgenommen werden. Das sind alles noch Jataragni-Funktionen. Aber in der Mitte, in diesem Grani, das ist der absolute Heimatsitz und der Hauptsitz von Agni. Und man sagt im Ayurveda, dass eben, wenn dieses Agni nicht richtig brennt, dann können wir A, nicht genug Nährstoffe aufnehmen. Es kommt also zu einer Versorgungsstörung, nennt man dann Malresorption, Malabsorption. Das ist eine Bedeutung von diesem Syndrom. Und die zweite Bedeutung ist das sogenannte Irritable Bowel Syndrome, IBS genannt, also der Reizdarm, ja, der Colon Irritabile. Und da hat man dann eben diese so ein bisschen diffusen Beschwerden, manchmal Verstopfung, manchmal die Blähung, dann manchmal wieder durchfallartigen Stuhl. Und das liegt vor allem daran, dass dieses Agni in der Mitte nicht richtig brennt. Und da gibt es zum Beispiel im Ayurveda ganz konkrete Maßnahmen. Ich pick mal nur zwei raus. Es gibt eine großartige Lebensmittelzubereitung, die nennt man Takra. Takra ist ayurvedische Buttermilch. Und die verzehren wir unter anderem, um diese Verdauung in diesem Grani zu verbessern. Und wenn wir jetzt Buttermilch hören, denken wir gleich an die Buttermilch von Weihenstephan aus dem Discounter oder von Buttermilch von mir aus von Demeter Schrotzberger hier aus dem Bioladen. Wunderbar. Aber diese Buttermilch wird anders hergestellt. Die westliche Buttermilch wird ja aus Sahne normalerweise hergestellt. Da haben wir einmal die Butter, die abgeschieden wird und dann die Buttermilch sozusagen. Im Ayurveda stellt man dieses Takra aus Joghurt her. Das ist ein Unterschied. Das heißt, da wird also Naturjoghurt genommen, bestmöglich eine Bioqualität, die selber sogar hergestellt wurde, aber kann man auch im Bioladen kaufen. Und dieses Joghurt wird jetzt geschlagen und verdünnt geschlagen mit Wasser. Das heißt, es gibt verschiedene Zubereitungen. Es gibt die Variante, wo man einen Teil Joghurt, nur einen halben Teil Wasser nimmt, einen Teil Joghurt, einen Teil Wasser. Und man geht hoch bis auf einen Teil Joghurt und vier Teile Wasser. Also sehr verdünnt. Je nachdem, was man erreichen möchte. Ich sage jetzt mal, so ein Klassiker wäre 1:1. Und dann wird dieses Joghurt so lange mit dem Wasser geschlagen,
bis praktisch der butterige Teil sich oben absetzt. Den filtert man weg und den flüssigen Teil, den verwendet man. Und was dann gemacht wird, ist, dass man parallel in einer Pfanne ein paar Gewürzsaaten, die dieses Agni stärken, trocken anröstet. Typischerweise könnte man Kreuzkümmel nehmen, Schwarzkümmel nehmen, besonders gerne auch dieser Königskümmel, der heißt Javani oder auf vielen Packungen steht Ajwain, ja, das ist das Gleiche, Königskümmel ist das. Man kann Koriandersamen nehmen, man kann ein bisschen schwarzen Pfeffer mit hineingeben, am besten vorher anmörsern und dann in die Pfanne geben, trocken anrösten, mit ein bisschen Steinsalz. Und diese Gewürzmischung wird dann untergehoben und weitergeschlagen in dieser Buttermilch. Und das trinkt man. Und der Ayurveda, Chataka, hat zum Beispiel gesagt, wenn man jeden Tag ein Glas Buttermilch trinkt, wird man nie an Magen-Darm-Beschwerden erkranken oder unter Magen-Darm-Beschwerden leiden. Das ist ein richtiges Probiotikum, weil dort haben wir eine Menge an Lactobakterien, an Bifidobakterien, die wir dem Darm geben. Und die Gewürzsaaten, die hineinkommen, erhöhen die Diversität des Mikrobioms. Das ist in wissenschaftlichen Studien belegt worden. Das ist ein ganz, ganz tolles Getränk. Das wäre zum Beispiel eine Substanz aus der Nahrungsmittellehre, die wir jetzt empfehlen könnten. Und es gibt dann verschiedene Heilpflanzen. Eine ganz berühmte Heilpflanze, die ich auch nennen möchte, die heißt Plumbago ceylanica, die sogenannte ceylonesische Bleiwurz. Im Sanskrit nennt man die Chitrak, also C-I-T-R-A-K-A. Das ist so die berühmteste Agni-Stimulationspflanze, die es im Ayurveda gibt. Und diese Pflanze zum Beispiel stärkt genau dieses Agni an diesem Grahani, an diesem Ort und sorgt dafür, dass wir besser aufnehmen können und sorgt vor allem dafür, dass auch Reizdarmsyndrome deutlich weniger werden können. Ja, so kann man eben gezielt solch ein Syndrom behandeln und es gibt seit 2000 Jahren beste Ergebnisse in der Behandlung. Jetzt läuten bestimmt bei einigen die Glocken, dass sie gedacht haben, ja, ein Heilmittel, was meinen Darm stärkt und fördert. Und dann kam Joghurt, Hilfe, ich kann doch keinen Joghurt essen, ich habe eine Unverträglichkeit. Das ist also diese Schwierigkeit für viele Menschen, die Magen-Darm geplagt sind und auch viele Unverträglichkeiten haben. Wie fängst du mit deinen Patienten an oder was kannst du noch empfehlen, um vielleicht auch Vertrauen zu bekommen, dass man das verträgt, dass es eigentlich gut ist für den Darm? Ja. Also tatsächlich ist es so, dass Unverträglichkeiten fast immer darauf basieren, dass entweder die Darmschleimhaut und das Darmmilieu nicht in Ordnung ist, was es gilt zu korrigieren. Das ist eine Möglichkeit. Oder die zweite Möglichkeit ist, dass das Agni nicht richtig brennt. Das heißt, diese Verdauungskraft einfach geschwächt ist. Es liegt oft nicht an den Substraten. Also wir haben zum Beispiel Untersuchungen gemacht mit laktoseintoleranten Menschen und Menschen, die eine Milchunverträglichkeit hatten. Und da haben wir erst einmal damit begonnen, zum Beispiel die Milch zu ändern. Das heißt, die Qualität der Milch erstmal zu überprüfen. Das beginnt ja schon damit, trinke ich Milch von Kühen mit Hörnern. Ja, so eine Demeter-Qualität zum Beispiel. Oder trinke ich irgendeine Milch, die pasteurisiert, homogenisiert ist aus dem Discounter. Ein Riesenunterschied. Die zweite Frage ist, erhitze ich die Milch? Koche ich die Milch vorher? Die dritte Frage ist, wie viel Milch trinke ich überhaupt pro Tag? Milch ist ja kein Getränk im Ayurveda, sondern wenn wir Milch verzehren, dann in kleinen Mengen. Dann die nächste Frage, womit kombiniere ich die Milch? Kombiniere ich die mit anderen Lebensmitteln? Gibt es fast immer Probleme im Darm. Dann die Frage, wie bereite ich sie zu? Im Ayurveda gibt es immer Gewürze in Milch, damit sie besser bekömmlich ist. Ich will damit nur sagen, nicht jeder muss Milch trinken, um Gottes Willen. Aber viele Menschen, die glauben, ich vertrage dies oder jenes nicht, da müssen wir erstmal die Qualität des Lebensmittels prüfen und die Verarbeitung und Zubereitung und schauen, ob das schon ein erster Schritt ist. In vielen Fällen reicht es trotzdem noch nicht aus. Da müssen wir dieses Agni erstmal in Ordnung bringen. Oft ist auch die Situation, dass der Darm richtig verklebt und verschmiert ist. Das nennen wir im Ayurveda Ama. Ama bedeutet, etwas ist nicht richtig verarbeitet worden, weil Agni zu schwach geworden ist. Daraus entsteht eine Fehlverdauung. Und wenn die Fehlverdauung nicht behoben wird über einen gewissen Zeitraum, entsteht dieses Ama. Dieses Ama verklebt den Darm. Und dieses Ama, welches nicht adäquat verarbeitet wird, reizt auch gleichzeitig die Schleimhaut. Ama ist eine der Hauptursachen für Leaky Gut-Syndrom. Ama sorgt dafür, dass diese Löcherigkeit im Darm entsteht. Und wenn das passiert, dann wird das Ama in das Blut aufgenommen und gelangt in das Körperinnere. Im Ayurveda hat man zum Beispiel gesagt, Ama ist gar nicht so schlimm, solange es im Magen-Darm-Trakt bleibt. Aber wenn es einmal aufgenommen wird und dann über den ganzen Körper verteilt wird, in die Gewebe gelangt, dann kann daraus Rheuma entstehen, dann können daraus Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Arteriosklerose, Diabetes mellitus und viele weitere Krankheiten entstehen. Das heißt, wir würden in dem Fall erstmal dieses Ama verbrennen, ganz, ganz wichtig. Das würde man mit bestimmten Gewürzen, mit bestimmten Trinkgewohnheiten, heißes Wasser zum Beispiel, die einfachste Möglichkeit. Ne? Die Heißwassertrinkkur ist eine wunderbare Ama-Reduktionskur. Wenn jemand beispielsweise mal 14 Tage am Stück kein anderes Getränk als nur heißes Wasser zu sich nimmt, sagen wir mal 1,5 bis 2 Liter pro Tag, und die Ernährung wirklich reduziert auf warme, leicht verdauliche Speisen, dann kann er sofort schon sehen, wie im Darm sich
das gesamte Milieu verändert. Ja? Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Nichtsdestotrotz ist es so, dass manche Menschen einfach gewisse Lebensmittel nicht gut vertragen. Da gibt es ganz viele Alternativen. Wir müssen keine Milchprodukte im Ayurveda einsetzen. Es gibt einen veganen Ayurveda, herzlich willkommen. Es gibt einen vegetarischen, ovo-lacto-vegetarischen Ayurveda mit Eiern, mit Milchprodukten, herzlich willkommen. Es gibt einen pisco-vegetabilen Ayurveda, das heißt im Kern vegetarisch, aber mit hier und da mal Fischbeimengung, herzlich willkommen. Es gibt einen leicht karnivorischen Ayurveda, ich nenne den flexitarischen Ayurveda, das heißt ein flexibles System. Im Herzen sind wir Vegetarier im Ayurveda, das ist ganz klar. Aber wir sind keine Radikalen, sondern wir sagen, es gibt bestimmte tierische Lebensmittel, die können wir uns zunutze machen. Und wenn man sie gezielt einsetzt und dann auch schaut, welche Reaktion darauf eintritt, dann kann man damit Gutes auch tun. Ja, deswegen, jeder wird seinen Platz finden. Genau, je nach Lebensphase, nach Konstitution oder was gerade wichtig ist. Ja. Absolut. Wenn jetzt ganz viele sich sehr anstrengen für die Ernährung und das ist ja häufig so, wenn man Beschwerden hat, dann hat man die vielleicht jahrelang, gerade wenn man nichts findet in der Schulmedizin, das ist eher auf der funktionellen Ebene, dann kommt man oft in dieses, ich streng mich die ganze Zeit an, ich mache alles extrem gesund und so weiter und trotzdem hat man Beschwerden. Vielleicht können wir da so die Brücke schlagen zu dem, was ja auch das Herzstück deiner Arbeit ist, zu dieser Psychosomatik, weil ich habe ganz häufig in meiner Arbeit und auch bei mir persönlich festgestellt, dass es viel mehr auch noch dieser mentale Aspekt ist. Und du hast vorhin so ein schönes Wort gesagt, sinnliche Diagnostik. Und ich bin auch gespannt, was du dazu sagst, dass der Ayurveda die Psychosomatik so spät erst auch kennengelernt hat. Weil letztlich, wenn wir uns ja mit der Seele, dem ganzen spirituellen Aspekt beschäftigen, was ja so wichtig dafür sein kann, das liegt ja schon ganz grundlegend im Ayurveda. Ja. Was du dazu sagst, und weil wir ja wissen, 90% gehen hoch an unser Gehirn, 10% runter an unseren Darm. Ich kann immer diese Prozentzahlen nicht glauben. Ich bin immer so, ich denke, dieses Mentale und das, was wir denken, hat so einen krassen Einfluss auf unsere Darm- und Verdauungsleistung und ob wir im Parasympathikus sind oder eher im sympathischen Nervensystem, dass ich immer diese Prozentzahlen nicht glauben kann. Magst du mal von deiner Arbeit beschreiben, wie du das wahrnimmst und wie die Psychosomatik auch hinter diesen ganzen Beschwerden, die wir gerade beschrieben haben, steckt? Ja. Also es ist wirklich überragend, kann man sagen. Zunächst einmal vielleicht kurz zum Aufklären, weil du hast was Wichtiges gesagt beim Thema Psychosomatik und der Zugang dazu in Indien. Es ist so, dass in Indien die Psychologie und auch vor allem psychosomatische Beschwerden auch aus kulturellen Gründen weitestgehend, ich sage mal, in die Häuser, in die Privathäuser verlagert wurden. Das heißt also, in Indien war es bis vor wenigen Jahren einfach so, und auf dem Land ist es heute noch so, dass kein Mensch mit einer Depression oder einer Angststörung, um mal die zwei großen Gruppen zu nennen, zu einem Arzt geht. Das wäre peinlich. Ja, davor schämt man sich. Das heißt also, es gibt dort kaum Psychologie, es gibt körperliche Beschwerden, damit geht man zum Arzt. Und es gibt spirituelle Probleme, damit geht man in den Tempel, zum Guru. Das heißt, es fehlt so ein bisschen diese Psychologie, die jetzt gerade in den letzten Jahren wächst dort, vor allem in den Städten, wo die Menschen offener werden, wo sie sagen, ja, ich kann mich auch outen, ich habe Ängste oder ich habe Depressionen und ich brauche Hilfe. Das, wo wir ja hier schon wirklich einige Jahre weiter sind mittlerweile. Auch hier ist es teilweise nicht ganz einfach, sich zu outen, aber es ist zumindest leichter wie in einem Land in Indien. Der Ayurveda hat die Bedeutung der Psyche, wir würden ayurvedisch sagen, des Geistes, schon sehr, sehr früh erkannt. Wenn wir uns anschauen, wie beschrieben wird, wie eigentlich Krankheiten und Beschwerden entstehen, so kennen wir verschiedene Kausalebenen. Man sagt ja im Ayurveda, eine Krankheit, eine Störung ist immer das Ergebnis von sogenannten aggravierten Dosha, also wenn Vata, Pitta, Kapha außer Rand und Band gerät, also die Balance aufgibt, und wenn diese bestimmte Dushya, sogenannte Opfer, angreifen. Das sind meistens Gewebe, das können Kanäle, im Magen-Darm-Trakt zum Beispiel sind es Srotas. Also wenn diese Verbindung von Tätern, Dosha, und Opfern, Dushya, eintritt, entsteht eine Krankheit. So, jetzt fragt der Ayurveda, warum kommt es denn eigentlich überhaupt zu dieser Erhöhung und dieser Imbalance der Dosha? Die erste sogenannte Kausalebene ist jetzt genannt. Und diese Kausalebene beschreibt die unzuträgliche Ernährung und den unzuträglichen Lebensstil, das unzuträgliche Verhalten, also Schlafgewohnheiten zum Beispiel, Überarbeiten, mangelnde Körperpflege, verschiedene Dinge, die in unserem Lebensstil begründet sind, Bewegungsmangel und so weiter und so fort. Das ist die erste Kausalebene. Die ist ja noch sehr somatisch. Mhm. Jetzt kommt aber die zweite Kausalebene. Das heißt, damit begnügen wir uns nicht. Der Ayurveda fragt, warum ernährt sich denn ein Mensch eigentlich häufig wider besseren Wissens unzuträglich? Warum trinken wir zu viel Alkohol, obwohl wir wissen, dass Alkohol nicht gut für uns ist?
Warum trinken wir zu viel Kaffee, essen zu viel Fleisch, essen zu viel tierische Fette? All die Dinge, von denen wir genau wissen, es ist nicht gut. Warum rauchen wir? Glaubst du, es gibt einen Raucher, der nicht weiß, dass Rauchen ungesund ist? Natürlich wissen sie es, aber sie machen es trotzdem. Und der Ayurveda sagt, der Grund für unser Verhalten der Art ist im Geiste liegend. Das nennen wir Pragyaparada, ein Versagen unserer Intelligenz, heißt das wörtlich übersetzt. Das heißt, in unserem Geist kommt es zu einer Imbalance zwischen drei Kräften. Dort haben wir ja auch drei Kräfte. Das ist nicht Vata, Pitta, Kapha, sondern das ist Sattva, Rajas und Tamas heißen die drei. Und es gibt davon eine Kraft, die ist sehr gesundheitsfördernd, die heißt Sattva. Die sorgt für mentale Balance, für Ausgeglichenheit und dafür, dass wir alle Fähigkeiten unseres Geistes, kognitive Fähigkeiten, emotionale Fähigkeiten ausleben können. Und die anderen beiden sind potenziell gefährlich, wenn sie zu stark werden. Und wenn diese drei durcheinander geraten, nämlich das Sattva schwach wird und die anderen beiden potenziell stark werden, dann kommt es dazu, dass unsere Fähigkeiten verloren gehen. Wir können nicht mehr gut unterscheiden. Wir haben keine Willenskraft mehr. Wir wissen ganz genau, ich bin Diabetiker. Der Bäcker riecht gut, aber ich muss vorbeigehen, weil es ist für mich nicht gesund. Ich gehe aber trotzdem rein und esse einen Plunder. Ja, das kennt ja jeder Diabetiker oder alle Menschen, die eigentlich keine einfachen Kohlenhydrate essen sollten, aber diesen unglaublichen Bedarf immer wieder verspüren. Und da ist dann die Frage, wie stark ist unser Geist? Das heißt, der Geist ist ursächlich eigentlich daran beteiligt, eine Fehlernährung zu ermöglichen und auch ein Fehlverhalten zu ermöglichen. Und das bedeutet, eigentlich ist die Ursache aller Störungen, ganz gleich welcher, auch rein körperlicher Störung, am Ende immer im Geist zu finden. Und deswegen hat der Ayurveda eigentlich eine ganz tolle Psychosomatik entwickelt, weil er beschrieben hat, wie vom Geist über den Körper Krankheit entsteht. Und gleichzeitig eine Somatopsychologie, das ist die andere Richtung, wie wir über körperliche Milieukorrektur, zum Beispiel über eine Ernährungsänderung, das Mikrobiom verändern. Und wenn wir das Mikrobiom verändern, auf einmal weniger Ängste entstehen, auf einmal die Stimmungslage wieder positiver wird und Depressionen abnehmen. Das ist fantastisch. Und das ist genau das, was wir im Ayurveda integrieren können. Das heißt, wenn wir zum Beispiel jetzt nach Methoden suchen, um gezielt im Geist zu intervenieren, dann muss man fairerweise sagen, kommt der Ayurveda irgendwann an seine Grenzen, weil der Ayurveda hat keine Psychotherapie hervorgebracht. Mhm. Der Ayurveda hat eine Körpermedizin im Kern hervorgebracht. Er hat beschrieben, was der Geist ist, wie er arbeitet und wie er in Verbindung zum Körper steht. Er hat aber nicht beschrieben, wie wir Menschen begegnen, die unter einer generalisierten Angststörung leiden. Das hat er nicht beschrieben. Sondern er hat eher beschrieben, welches Milieu können wir erzeugen, damit Ängste weniger werden. Also der Ayurveda ist stärker in der Somatopsychologie, therapeutisch, wie in der Psychosomatik. Wollen wir psychosomatisch arbeiten, brauchen wir psychotherapeutische Kenntnisse aus meiner Sicht. Ja, und ich integriere zum Beispiel ein achtsamkeitsbasiertes verhaltenstherapeutisches Verfahren, das heißt Acceptance and Commitment Therapy, es kommt ursprünglich aus Amerika. Das ist mein Herzstück, was ich kombiniere, weil es auch sehr affin ist mit ayurvedischem Denken. Es muss ja kompatibel sein, ja, vor allem auch ganzheitlich orientiert ist und auch sehr viele asiatische Einflüsse beinhaltet. Und das kann man dann miteinander eben gezielt verbinden. Denn wie du schon gesagt hast, wenn wir es eben schaffen, am Geist direkt anzusetzen, unser Geist ist ja nicht unser Nervensystem. Unser Geist ist auch nicht unser Gehirn. Das Gehirn ist ja die Zentrale unseres Nervensystems. Wenn wir uns die Verbindung überlegen, dann können wir sagen, unser Geist nutzt das Gehirn wie ein Schaltboard, um über das Nervensystem mit dem Körper zu kommunizieren. Das heißt, der Geist nutzt unser Nervensystem und unser Gehirn für die Kommunikation mit dem Körper. Und wenn wir es nun schaffen würden, gezielt in unserem Geist Veränderungen zu kreieren, zum Beispiel indem wir lernen, mehr Akzeptanz zu entwickeln, Zentrierung zu entwickeln, Diffusion zu entwickeln. Diffusion bedeutet zum Beispiel, wenn solche belastenden Gedanken, haben wir ja alle, ne, diese belastenden Gedanken, diese belastenden Gefühle, körperliche Empfindungen, oh, mein Bauch, der immer wieder schmerzt, der immer wieder trommelartig sich aufbläht etc. Wenn wir es schaffen, diese Gedanken, Gefühle und Empfindungen entstehen zu lassen, sie aber nicht zu verstärken, sondern sie zu erkennen als das, was sie sind, nämlich momentane, temporäre Erscheinungen in unserem Geist, die sich von selber wieder auflösen, wenn wir sie nicht verstärken, dann haben wir die Möglichkeit, dass viele Probleme schon in der Wurzel sozusagen entzogen werden, in Anführungsstrichen. Und wenn wir das tun, dann wird sich natürlich in unserem Nervensystem etwas verändern. Und wir wissen ja gerade, diese Achsen, die in beide Richtungen gehen, bidirektional sozusagen, es gibt diese berühmte HPA-Achse zwischen dem großen Hypothalamus, der ja diese Schaltzentrale ist, zwischen Nervensystem und Hormonsystem. Immunsystem sogar teilweise auch noch, aber vor allem Nerven- und Hormonsystem. Und in diesem Hypothalamus werden sozusagen nervliche Impulse oder nervliche Reize in hormonelle Signale übertragen und umgekehrt.
Das heißt, wenn wir es also schaffen, am Geist eine Balance zu kreieren, mentale Balance zu unterstützen, können wir direkt auf den Hypothalamus einwirken und darüber sowohl das Nervensystem als auch das Hormonsystem beeinflussen. Das heißt, wir gehen von zwei Seiten immer ran. Wir gehen immer einerseits psychosomatisch heran und schauen, was gibt es im Geist zu optimieren. Und wir gehen somatisch ran und sagen, welches körperliche Milieu liegt vor und wie lässt sich dieses regulieren. Und wenn wir von beiden Seiten herangehen, dann entsteht Heilung in der Regel viel schneller, wie wenn wir nur einseitig therapieren. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das hat auch jeder gespürt, der sich dann angefangen hat oder wenn sich jemand anfängt, mit dem Ayurveda zu beschäftigen oder mit dieser ganzheitlichen Medizin generell, ist ja das, wo man auf einmal spürt, ja, okay, ich darf an beiden Ebenen einfach arbeiten, was in meinen Augen so ein großes Geschenk ist, was noch viel mehr Einzug finden darf bei uns in der westlichen Medizin. Und wir können das auch wirklich an vielen Praxisbeispielen sehen. Ich muss gerade an einen Patienten denken, einen Psychologe aus Hamburg, der zu mir kam und hatte eigentlich ein ganz, ganz einfaches Problem. Er hatte so einen typischen Trommelbauch, wir nennen das Meteorismus, ja, so einen typischen aufgeblähten Bauch, den viele Menschen haben. Keine großen Windabgänge hier und da mal, aber primär dieses Aufgeblähtsein. Der fühlte sich immer als Mann wie eine Frau im siebten Monat schwanger. Hat gesagt, das ist furchtbar, ich stehe auf der Bühne, ich muss performen und so weiter und habe dann immer diesen Blähbauch, also ich fühle mich wirklich elend. Und dann, das war jetzt vielleicht vor 10 Jahren oder so, ich weiß nicht, also ich war schon weit über 10 Jahre in der Praxis tätig, da habe ich gedacht, naja, das ist ja nur ein einfacher Fall. Das kriegen wir ja gerade mal mit links hin. Ja, da kann man normalerweise jemanden, der ein bisschen Ayurveda-medizinisch erfahren ist, nachts um 2 Uhr wecken, dann schreibt er das Rezept so ungefähr und dann ist das Thema relativ schnell behoben. Da wurde ich eines Besseren belehrt. Ich habe mit dem gearbeitet, Monat für Monat für Monat, Ernährung korrigiert. Der hat alles, was es an Magen-Darm-unterstützenden Substanzen im Ayurveda gibt, also an heilenden Substanzen, Phytotherapeutika, Nahrungsergänzung, alles gekriegt. Ich bin verzweifelt. Ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Jetzt bist du seit 10, 12, 15 Jahren schon in der Praxis tätig, hast Tausende von Patienten behandelt und bist auch nicht mehr in der Lage, Blähungen zu behandeln. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Zu dem Zeitpunkt hatte ich ein Spezialgebiet Onkologie, also ganz anderes Themengebiet, ja, viel schwerere Krankheiten in Anführungsstrichen. Und dann irgendwann habe ich aufgegeben und gesagt, du, ich kann dir nicht mehr helfen, es tut mir leid. Such dir wirklich mal einen anderen Therapeuten. Vielleicht passt zwischen uns irgendwas nicht. Ich weiß es jetzt nicht, woran es liegt, aber Fakt ist, wir brauchen jetzt nicht mehr zu probieren. Wir haben über ein halbes Jahr therapiert deinen Darm und wir kommen nicht weiter. Einige Zeit später, weil wir waren auf anderen Wegen auch in Kontakt, kontaktiert er mich und sagt, meine Blähungen sind weg. Ich sage, was hast du gemacht? Und dann sagt er mir, ich war bei einem Therapeuten und der hat mir Acetylcholin gespritzt. Acetylcholin ist der Neurotransmitter des Parasympathikus, den du gerade eben erwähnt hattest. Und er hat gesagt, damit war das Problem gelöst. Das heißt, dieser Mensch, als Psychologe auch noch, das ist noch das Witzige, aber das ist ja nicht selten der Fall. Ja. Dieser Mensch war eigentlich nur in diesem Sympathikotonus. Und wir wissen ja, wenn der Sympathikus überwiegt, wir also immer auf dem Gaspedal stehen, ne, Fight or Flight sozusagen, Antworten die ganze Zeit auf das Leben und auf die Fragen des Lebens nur geben, dann wird die Verdauung komplett gehemmt. Das ist normal. Und bei ihm wurde in dem Fall substanziell, das kann man natürlich auch auf klügere Weise machen, ja, atemtherapeutisch, meditativ und auf viele andere Art und Weise, aber er hat es halt in dem Fall substanziell gemacht und hat diesen Stoff gespritzt bekommen und das Problem war behoben. Und da habe ich ganz viel gelernt, weil im Ayurveda wurde das eigentlich auch erwähnt, aber es kommt oft zu kurz. Ja. Und zwar haben wir ja im Magen-Darm-Trakt verschiedene Funktionskräfte, die arbeiten. Und wer sich ein bisschen mit Ayurveda auskennt, vielleicht die ein oder anderen Zuhörerinnen auch hier, der oder die weiß, dass zum Beispiel das Vata-Prinzip, das Funktionsprinzip Vata, was ja für die Verdauung im Wesentlichen mit verantwortlich ist, 3 verschiedene Bereiche kennt, die mit der Verdauung in Verbindung stehen. Das ist einmal von oben das sogenannte Prana-Vata. Das sorgt dafür, dass wir schlucken können, dass die Nahrung über die Speiseröhre in den Magen transportiert wird, also damit das richtig funktioniert. Dann haben wir im Magen ein sogenanntes Samana-Vata. Und dieses Samana-Vata ist praktisch dieser nervliche Impuls, der die Verdauung anregt, damit die Drüsen dann entsprechend Enzyme produzieren, zum Beispiel die Bauchspeicheldrüse oder die Gallenblase oder die Darmwand. Und dieses Samana ist genau das, was eigentlich korreliert, ganz, ganz stark mit unserem Nervensystem. Das heißt, Verdauung ist nicht nur eine Drüsenfrage, sondern vor allem auch eine nervliche Frage. Und unten haben wir dann das sogenannte Apana, was dann für die Ausleitung zuständig ist. Und wir können eben, wenn wir Prana beeinflussen oben durch mentale Techniken, können wir Samana beeinflussen und dann automatisch unser Agni beeinflussen, weil Samana stimuliert Agni. So ist das Konzept immer hier wieder.
Das heißt, es geht nicht immer nur um die Frage, ob wir Trikatu, die berühmten drei scharfen Gewürze mit Ingwer, schwarzem Pfeffer, langem Pfeffer oder andere Agni-Booster geben, damit das Agni noch stärker und heißer brennt, sondern es geht vor allem um die Frage, wird denn eigentlich überhaupt richtig entfacht? Wird eigentlich der nervale Impuls gesetzt? Und dafür müssen wir im Parasympathikotonus sein. Und deswegen ist zum Beispiel eine ganz einfache Übung, die jeder durchführen kann, bevor wir essen, eine kleine Atemübung zu praktizieren. Einfach für einen Moment nach innen zu gehen, ja, kann jeder am Arbeitsplatz machen. In der Regel, ich messe solche Sachen auch, weil man kann das heutzutage messen. Es gibt zum Beispiel solche Parasympathikus-Messmöglichkeiten wie Herzratenvariabilitätstestung. Ja, da wird so ein kleines EKG angelegt, da kann man dann über eine Atemtestung, eine Atemübung schauen, wie gut der Parasympathikus arbeitet. Und ich habe festgestellt, dass man circa 3 Minuten benötigt an fokussierter Atemübung, um umzustellen das System vom Sympathikotonus in den Parasympathikotonus. In dem Moment alle Türen mal zumachen, alle Fenster schließen, keine Reize, die von außen stören, sich auf die Atmung besinnen, nach Möglichkeit in die Bauchatmung, in die Zwerchfellatmung gehen. Weil wenn das Zwerchfell als großer Atemmuskel sich richtig hebt und senkt, dann wird ja nicht nur unser Darm massiert, sondern gleichzeitig haben wir die Parasympathikusanregung. Die ist ganz, ganz wichtig. Und was wir dann eben tun können, ist, dass wir eine gezielte Atemübung durchführen. Ich empfehle die sogenannte 4:5:1 Atmung. 4 bedeutet 4 Zähleinheiten atmen wir ein. 5 bedeutet 5 Zähleinheiten atmen wir aus und eine Zähleinheit nach dem Ausatmen legen wir Pause ein. Also 4 ein, 5 aus und eine Pause. Das kann man, wenn man möchte, mit dem Ausatmen noch weiter verlängern. Wer kann, gerne auf 6 gehen. Wer kann, kann auch gerne in der Atempause auf 2 gehen. Aber wichtig ist, dass wir etwas länger aus- als einatmen. Und das aktiviert sofort den Parasympathikus. Da wird man schon nach 3 Minuten merken, dass wir in einem ganz anderen Zustand uns befinden. Und dann werden wir automatisch besser verdauen können. Ja, das ist eine ganz tolle Übung. Vielleicht noch ein kleiner Tipp zu dieser Übung. Viele atmen auch immer so ein bisschen gepresst. Ich mache das einfach mal vor, das würde so aussehen. Ja, dieses Seufzende. Ja, so gepresste Seufzende, weil man das Gefühl hat, jetzt kann ich irgendwie Spannung abgeben. Das fühlt sich zwar gut an, ist aber genau gegenteilig wirksam. Das erhöht wieder den Sympathikus. Wir können uns gedanklich vorstellen, dass während wir einatmen, wie bei einem Riesenrad atmen. Das heißt rund. Einatmend atmen wir praktisch nach oben steigernd. Wichtig ist, das Riesenrad bleibt nicht oben stehen, sondern wir gehen direkt wieder nach unten, ausatmend. Und dann, wie beim Riesenrad üblich, gibt es einen kurzen Stopp, damit die neuen Gäste einsteigen können, alte aussteigen können. Das ist unsere Atempause. Cool, ja. Das ist ein ganz schönes Bild. Ja, total schön. Ich glaube, das kann man sich gut einatmend, ausatmend, Pause. Und dann gehen wir wieder ins Riesenrad, ja, ohne Druck. Und wenn wir merken, wir kommen in Atemnot, dann können wir entweder etwas schneller wieder atmen oder kurz die Atmung aufgeben und ganz normal atmen, wie es uns atmet. Ja, super schön. Ja, danke. Wow. Ja, es war schon so viel drin. Ich bin mega begeistert. Ich glaube, also ich kann mir nur vorstellen, dass man mit Zettel und Stift vor der Podcast-Folge sitzt und alles versucht mitzuschreiben und aufzuschreiben für sich. Ich würde nichtsdestotrotz gerne zum Schluss nochmal so auch dein Wissen zum Thema Psychosomatik nochmal so kurz andeuten, dass du da uns vielleicht nochmal mitnehmen kannst, weil du ja auch viele Menschen siehst, hast super viel Erfahrung. Wie ist es aus deiner Erfahrung nach? Der Mensch, der kommt, so mit allem, was er ist, mit seinem ganzen Sein, gibt es Themen, die du immer wieder siehst bei Menschen mit vielleicht der Problematik, die wir besprochen haben, die sich vielleicht ähneln und an was man da tiefer liegend auch arbeiten sollte oder darf, damit man eine Besserung erfährt? Ja, also was ich sehr, sehr viel sehe, sind Ängste. Mhm. Ängste und Angststörungen. Das ist auch mein Spezialgebiet in meiner Arbeit. Genauso wie natürlich auch Depressionen. Diese beiden großen Gruppen gehören zusammen. Die sind auch kaum voneinander zu trennen, weil diese psychischen Störungen sind meistens komorbide. Das heißt, sie treten einfach gepaart auf. Noch viel mit anderen Themen. Da können dann manchmal auch Essstörungen sich weiterentwickeln und viele andere Dinge, die sich daraus entwickeln. Was ich erlebe, ist, dass viele Menschen, und das ist auch normal, versuchen vor allem, sich gut zu fühlen. Ich würde mal sagen, 80-90% der Klienten und Patienten, die zu mir in die Praxis kommen, wünschen sich ein besseres Körpergefühl, wollen weniger erschöpft sein, wollen mehr Energie haben, wollen weniger Spannung haben, wollen diese Ängste loswerden, wollen wieder freudvoll sein, etc. Und hier ist ein Denkfehler, nämlich die Idee, dass wir das beeinflussen könnten. Wir können weder unsere Gedanken noch unsere Gefühle beeinflussen.
Das heißt, die meisten Menschen, die zu uns kommen in die Praxis, und wir alle kennen das wahrscheinlich von uns, haben emotionale Therapieziele. Sie wollen emotional etwas verändern. Das Problem ist, dafür gibt es keinen Ein-Ausschalter. Den gibt es nicht. Den wünschen wir uns alle. Ja. Was wir aber verändern können, ist unser Verhalten. Das heißt, sozusagen von emotionalen Zielen können wir zu Verhaltenszielen uns verändern. Wir können also überlegen, was mache ich anders? Wann stehe ich morgen auf? Was konkret habe ich als Morgenprogramm? Wir können gezielte Praktiken durchführen, Bewegungspraktiken, Meditationsübungen, meine Ernährung kann ich ändern. Ich habe so viele Möglichkeiten, die ich verändern kann in meinem Verhalten. Was ich aber nicht verändern kann, ist meine Gefühlslage. Und viele Menschen kommen immer wieder und sagen, wenn ich diese Ängste nicht mehr hätte, Herr Steuernagel, dann würde ich durchstarten. Dann würde ich alles Großartige in meinem Leben tun, was ich immer schon mal tun wollte. Und was ich sie dann oft frage ist, können Sie sich vorstellen, das zu tun und die Ängste mitzunehmen? Es gibt einen ganz, ganz schönen Satz in dem Zusammenhang, den ich liebe über alles. Der ist in dem Fall jetzt in Englisch, wir können ihn dann gerne auch übersetzen. Und der heißt, sometimes fear doesn't go away, Komma. Das ist der erste Teil des Satzes. Also manchmal geht Angst nicht weg. Können wir Angst einfach nicht wegzaubern? Das kennen wir doch alle. So you'll have to do it afraid. Also musst du es einfach ängstlich tun. Das heißt, wenn wir irgendeine Aufgabe haben, die uns Ängste erzeugt. Das Kernproblem bei Ängsten sind nicht die Ängste, sondern unser Vermeidungsverhalten, was daraus resultiert. Das heißt, dass wir bestimmte angstbesetzte Themen und angstbesetzte Einflüsse leider uns beherrschen lassen und zum Beispiel dann aus Angst vor einer Begegnung die Begegnung verhindern. Aus Angst vor einem Vortrag den Vortrag gar nicht erst halten und uns kurz krank melden oder was auch immer. Das Problem ist, je mehr wir Vermeidungsverhalten praktizieren, desto kleiner wird unser Radius im Leben und dann wird das Leben irgendwann ganz, ganz arm, ganz, ganz traurig. Und je mehr kann auch der Körper aufschreien. Natürlich, natürlich. Und die wichtige Botschaft lautet sozusagen, wir nehmen das Pack einfach mit im Rucksack. Ja, das heißt, wir können voller Ängste, wir können voller Spannungen, wir können voller unangenehmer Gefühle sein. Wir tun trotzdem das, was wichtig ist. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns darüber bewusst werden, was ist uns eigentlich wirklich wichtig? Was ist mir wichtig in meinem Leben? Wer ist mir wichtig in meinem Leben? Das sind zentrale Fragen, mit denen ich sehr intensiv arbeite. Und dahinter steht das Konzept der Wertearbeit und der Werteklarheit. Wenn wir uns unserer persönlichen Werte klar sind, wofür soll mein Leben stehen? Was möchte ich gerne, was auf meinem Grabstein in 30, 40, 50 Jahren oder wann auch immer wir sterben werden, einmal geschrieben steht? Soll da stehen, er hat hart gearbeitet, ist morgens noch früher aufgestanden, damit er noch mehr Arbeit wegschaffen kann. Er hatte seine Ängste gut im Griff und hat die Depressionen irgendwie gemeistert, aber am Ende haben sie ihn zermürbt. Das wäre doch erbärmlich, wenn so etwas auf unserem Grabstein stünde. Das heißt also, was soll da eigentlich stehen? Woran sollen sich Menschen erinnern? Was sollen Verhaltensqualitäten gewesen sein, die nachhaltig waren? Und wenn wir uns unserer Werte bewusst sind und dann unser Verhalten mit den Werten verbinden, also ein werteorientiertes Leben führen, dann sind wir auf dem besten Weg in Richtung Glück. Und das Interessante ist, alle psychologischen Studien der letzten 2 bis 3 Jahrzehnte belegen, dass wenn wir werteorientiert uns verhalten und leben, nehmen Ängste ab, nehmen Depressionen ab. Je mehr wir die Angst selber mit irgendwelchen Techniken versuchen, wegzuatmen, wegzumeditieren, wegzumedikamentieren oder was auch immer tun, desto stärker werden sie. Das ist wie das Tauziehen mit einem Monster. Wenn sie auf der einen Seite oder wenn du auf der einen Seite an dem Tauseil ziehst, zieht das Monster zurück. Ja. Und das schwächt so enorm. Ja. Und die Lösung, wenn wir bei dem Bild bleiben, ist, lass das Seil fallen, gib den Kampf auf. Mhm. Und tu das, was wirklich mit deinen Werten in Einklang steht. Und dann werden diese Ängste und diese Beschwerden automatisch gelindert. Ja, ja, nochmal ein ganz, ganz spannender Blickwinkel und auch, glaube ich, sehr hilfreich für viele, die vielleicht auch sehr versuchen, die mentale Gesundheit ein Stück weit auch zu beeinflussen. Nichtsdestotrotz, um es vielleicht nochmal für alle dann auch nochmal greifbarer zu machen, weil jetzt vielleicht der eine oder andere sagt, ah, dann bringt ja das Meditieren auch gar nichts. Es geht ja auch darum, die Gedanken, du hast zwar gesagt, wir können sie nicht kontrollieren, aber wir können ja anfangen, sie nicht mehr zu bewerten und auf einer anderen Ebene zu beobachten. Und das ist ja, wirst du jetzt wahrscheinlich schon zustimmen, vielleicht dann so Next Step doch auch extrem wichtig. Unbedingt. Und Meditation ist die beste Praxis überhaupt für Diffusion. Das heißt, uns zu lösen von dieser Macht unserer Gedanken.
Genau. Das heißt, die Aussage, Meditation bringt gar nichts, um Gottes Willen, falls sie jemals erschienen sein sollte oder der Gedanke erscheinen sein soll. Es geht nur darum, es gibt manche Menschen, die versuchen, bestimmte Emotionen und Störungen wegzuzaubern. Und dafür verwenden sie scheinbar gesunde Methoden, wie zum Beispiel Atemtechniken, wie zum Beispiel Bewegungstechniken, wie zum Beispiel Meditation oder etc. Meditation hat nicht den Auftrag, Ängste zu vertreiben. Das ist die wichtige Botschaft. Ja. Meditation macht uns bewusster und Meditation ist die beste Diffusionstechnik, weil wir lernen, genau das, was du gerade gesagt hast, das, was unser Geist von Natur aus produziert, er produziert ständig Gedanken und Gefühle, diese zu erkennen als das, was sie sind, nämlich nur temporäre Erscheinungen, die haben gar keine Natur, die sind in der Wahrheit eigentlich leer mit zwei E. Und sie vorbeiziehen zu lassen, ohne sie zu beurteilen. Denn dann vergehen sie automatisch von selbst. Wenn wir sie aber heranziehen, dann ist es wie eine Wolke sozusagen, die ziehen wir heran. Und das Problem ist, wenn unsere ganzen Gedanken und Gefühle so vor unseren Augen sind, dann sehen wir nicht mehr, was sonst in unserem Leben noch passiert. Und dann wird es schwierig. Deswegen ist Meditationspraxis eine der wichtigsten Methoden für mentale Gesundheit, zweifelsohne, aber nicht zur Elimination von Problemen und von Störungen, sondern um bewusster zu sein und die Dinge, die Phänomene, die wir in unserem Geist produzieren, als das zu erkennen, was sie sind, nämlich eigentlich leer. Ja, ja, wow, danke. Ja, auch, dass wir das nochmal so rund gemacht haben und für dein ganzes Wissen. Ich kann mir vorstellen, dass jeder jetzt schon im Handy googelt, Ralf Steuernagel, wie kann ich mehr von dir erfahren und von dir vielleicht auch lernen? Was ist gerade aktuell bei dir? Was ist gerade Thema? Gibt es etwas, was du noch teilen möchtest mit den Hörern und Hörerinnen? Ja, also wir haben zwei Internetseiten, wenn ihr euch interessiert für unsere Arbeit und für meine Arbeit. Einmal die Seite der Privatpraxis, die heißt eurasiamed.de, das ist die Praxisseite. Und dann haben wir die Akademie-Seite, das ist Ayurveda-Medizin, in einem Wort geschrieben.de. Dort haben wir, wie gesagt, unsere Ausbildungen und Fortbildungen. Wir haben seit 22 Jahren einen Lehrgang zum Ayurveda Health Consultant. Das ist unser Präventionskonzept. Da lernt man dann Ernährung, Verhaltensmedizin, Pflanzenheilkunde und auch die Grundlagen der Psychosomatik. Und dann haben wir drei Fortbildungswege, je nachdem, in welchem Bereich man sich dann spezialisieren möchte. Der eine ist dann der Bereich Ernährungstherapie, dein Bereich sozusagen, zum Nutrition Consultant. Ja, da lernt man dann, wie man Diabetiker betreut und Stoffwechselkrankheiten behandelt, Allergien, Unverträglichkeiten und so etwas. Der zweite Bereich ist dann primär für Ärzte, Heilpraktiker, der Medical Consultant. Da geht es dann um die innere Medizin. Da lernt man dann Gynäkologie und wir hatten jetzt Neuroendokrinologie und solche Themengebiete, Kardiologie, ja, also die typischen Krankheitsbilder der inneren Medizin, Dermatologie und so weiter. Und mein persönliches Herzstück ist der Mental Health Consultant. Das heißt, da geht es um Psychosomatik. Und dort gibt es dann eben Fortbildung genau in diesen Themengebieten, psychische Flexibilität, Angststörungen, Depressionen, Essstörungen etc. Das sind praktisch so unsere Aus- und Fortbildungswege. Ja. Und in der Praxis haben wir eben Einzelkonsultationen, das heißt ganz klassische Erstkonsultationen. Ich arbeite auch viel psychosomatisch und psychotherapeutisch mit den Klienten. Und was wir auch haben, sind mittlerweile Heimkuren, die wir durchführen. Das ist vielleicht jetzt auch gerade in dieser jetzigen, doch sehr speziellen Zeit, wo viele Menschen einfach auch zu Hause gebunden sind und eben nicht mehr so viel rausgehen, auch nicht mehr so viel in therapeutische Einrichtungen gehen. Eine ganz schöne Möglichkeit, das werden wir jetzt auch in den nächsten Monaten verstärken, dass wir Menschen also zu Hause betreuen, das heißt virtuell betreuen auf den verschiedenen Plattformen. Wir sind da technisch mittlerweile sehr, sehr ausgestattet mit verschiedenen Kamerasystemen, Plattformen etc., über die wir Menschen sehr gut betreuen können. Natürlich alles datenschutzgerecht, das ist klar. Und darüber die Möglichkeit haben, Menschen, die zu Hause bleiben möchten oder auch aus Angst vielleicht vor Ansteckungen mit Corona oder dergleichen in den nächsten Monaten einfach nicht mehr so viel sich draußen bewegen, dass sie zu Hause gezielte Gesundheitsprogramme durchlaufen können. Das ist also auch noch etwas ganz Aktuelles und Neues, was wir jetzt dieses Jahr ins Leben gerufen haben. Sehr schön. Ja, das verlinken wir alles in den Shownotes, dass da jeder, der sich gerade jetzt angesprochen fühlt und Hilfe sucht auch oder sich ausbilden lassen möchte, direkt auf euren Link und die Seite kommt. Und ja, mir bleibt nur zu sagen, ein Riesendankeschön für all das, was du mit uns geteilt hast. Es war mir sehr eine gerne. Große Freude und Ehre, mit dir zu sprechen. Und ja, danke, dass du hier warst. Sehr gerne. Vielen Dank. Wow, das Interview war wirklich bereichernd in meinen Augen. Ich bin ganz gespannt, was deine Erkenntnisse daraus sind und was du dir mitnehmen konntest. Vielleicht schreibst du dir selbst sogar etwas auf danach, was ganz wichtig war für dich, was du dir mit in deinen Alltag auf deinen unbeschwerten Weg nimmst. Und manchmal sind es auch die kleinen Dinge, die wir verändern dürfen auf unserem Weg, damit es uns schon viel besser geht. Und ja, ich freue mich von dir zu lesen oder zu hören.
und gerne auf Social Media, auf Instagram oder per Mail oder unter den Blogbeitrag zur Folge kannst du auch einen Kommentar dalassen. Schau auch unbedingt bei Ralf vorbei. Ich verlinke dir alle Links in den Shownotes und vielleicht hast du ja auch Lust, mal ein Seminar bei ihm mitzumachen oder sogar eine Ausbildung. Dann wünsche ich dir ganz viel Freude und Erfolg und bis zur nächsten Folge, wenn du wieder dabei sein magst, nächsten Dienstag. Bis dahin, lass es dir richtig gut gehen und hör auf dein Bauchgefühl. Deine Lena.